Ja, Leute, danke wieder fürs Einschalten. Heute möchte ich mal zeigen, wie man zumindest kontrollieren kann, ob man eine Gleichung oder eine Funktion richtig abgeleitet hat. Ich muss natürlich gleich dazu sagen, dass es in dem Sinne nicht möglich ist, sich diese Ableitung anzeigen zu lassen. Also mit den Unbekannten, das funktioniert eben leider nicht. Es gibt aber eine Möglichkeit zu kontrollieren, ob man eben richtig abgeleitet hat. Dazu gehen wir in das Menü 7, also in die Tabelle, also in die Wertetabelle. Und hier geben wir einfach mal eine Gleichung ein, die wir ableiten möchten. Ich mache mal irgendetwas Einfaches, zum Beispiel x im Quadrat plus 3. Bestätige das. Und gehe auf Table. Jetzt sehen wir ja im Prinzip vorne unsere Werte, die wir für die unbekannte x einsetzen und hinten dann eben das Ergebnis. Das heißt, wenn wir in diese Gleichung minus 3 einsetzen, kommen wir auf 12. So möchten wir uns jetzt das Ergebnis für die Ableitung anzeigen. Dann müssen wir einmal auf Shift und auf Menü. Und auf Derivative müssen wir auf On gehen. Jetzt sind wir wieder zurück im Menü. Jetzt überlegen wir schon mal die Ableitung von x Quadrat plus 3. Die 3 fällt ja weg. Und aus x Quadrat wird 2x. Also die erste Ableitung dieser Gleichung ist 2x. Jetzt gehen wir auf Table. Und durch dieses Umstellen jetzt im Menü zeigt es uns hier hinten, wie man an dem Strich sieht, die erste Ableitung an. So, wir haben ja gesagt, die erste Ableitung ist 2x. Das heißt, 2 mal für x minus 3 eingesetzt ist minus 6. Das wäre also dann für uns jetzt die Kontrolle, dass das eben ja, die richtige Ableitung ist. Das ist jetzt in dem Sinne leider die einzige Möglichkeit, aber zumindest kann man kontrollieren, ob man richtig liegt. Oder nicht. Natürlich kann man hier vorne sämtliche Zahlen nehmen, also man muss keine minus 3 nehmen, man kann auch einfach eine 1 nehmen oder eine 2, das ist dann etwas einfacher. So, ich hoffe mal, ich kann euch trotzdem ein bisschen helfen und vielleicht bis zum nächsten Tutorial. Und tschüss!